Hey. Stören wir euch? Nee, nee. Tristan hat uns auf eine Club-Eröffnung eingeladen und jetzt waren wir noch auf Andi. Ey, cool, wir waren schon ewig nicht mehr richtig tanzen. Ja, dann kommt doch einfach mit. Ich kann Tristan anrufen, der schreibt euch auf die Gästeliste. Warum nicht? Vielleicht spielen die ja für Herzkranke auch Walzer und so. Ich versorge euch ja mit meiner schlechten Laune eh nur den Abend. Ach, Jessica, das wäre doch nicht das erste Mal. Und? Wir haben es überlebt. Hey, kommt, Leute. Wenn wir noch länger rumtrödeln, ist der Tisch weg. Ja, es wird sowieso eng. Wir kommen nämlich mit. Ich ziehe schnell um. Weißt du was? Zieh dich doch schnell um. Wir warten hier auf dich. Der erste Cocktail, der geht auch auf mich. Hm? Na los, ohne dich macht's eh nur halb so viel Spaß. Weil ich so nett war, dich mitzuschleifen, obwohl du noch nicht mal auf der Gästeliste standest. Süße, wenn ich im Club rein will, dann komme ich auch rein. Und dazu brauche ich keine Gästeliste. Hier, Baby. Danke. Tschüss. Coole Musik, ne? Hm? Ja. Tschüss. Geile Schnitten. Nötig, mich zum Sexobjekt zu machen. Nicht nötig? Helena, du bist so sexy wie ein Toastbrot. Hast du gesehen, wie Daniel mich angeguckt hat? Ist ein Wunder, dass sie in meiner Spaßbremse wie dir nicht die Füße einschlafen. Oder andere Körperteile. Du kannst vielleicht lesen, aber sonst nichts. Und? Wie war ich? Also, ich fand's großartig. Hast du das mal professionell gemacht? Hältst du mich für eine Stripperin? Willst du eine ehrliche Antwort? Hey! Du warst grandios. Also, die Männer sind jedenfalls total auf ihre Kosten gekommen. Ja, optisch war das schon echt in Ordnung, aber ich meine, tänzerisch kannst du noch ein bisschen dran arbeiten. War ja klar, dass du wieder was zu meckern hast. Hey. Daniel! Wie fandest du's denn? Du warst großartig. Ich wollte ganz früher mal Tänzerin werden. Ach, wirklich? Ja. Weißt du, wo Helena ist? Glaube ich jetzt nicht. For your money, make a shake for me. Three times for the lucky and the dead. One time for the sorry and the safe. Two for the beggar and his company. Three times for the sinner and the saint. Yeah.
mein klassisches Eigentor. Brillenschlange reibt sich an der Kleiderstange. Das ist doch null sexy, oder? Verrückt nach dir, aber jetzt? So, kommt, Leute, jetzt bringen wir mal die Raumtemperatur zum Ansteigen. Oh, jetzt geht Andi an die Stange. Und du drückst die Reset-Taste und feierst mit, hm? Komm. Na, schönen Dank auch. Ich hab nicht dich gemeint, sondern den Cocktail. Sex on the Beach ist mir gerade irgendwie nicht passend. Leider. Leute, wir wechseln die Location. Kommt ihr mit? Klar, wir sind dabei, oder? Was ist mit euch zwei Schnuckis? Ich glaube, wir klinken uns aus. Ich hab heute schon genug getanzt. Hey, versuch's doch einfach nochmal an der Stange vielleicht. Vielleicht reißt ja noch was. Mit wem auch immer. So, wir gehen jetzt nach Hause. Vielleicht kriege ich ja noch einen Extratanz von dir. Hm? Also, was ist los mit euch beiden? Jessica gibt ihren Zombie gerade runter, als wäre es eine Apfelschorle. Ach, Olli, du bist echt zu gut für diese Welt. Ich sag nur kurz den anderen Bescheid, ja? Danke. Hey, Olli, holst du auch noch an? Nein. Aber ich geb dir noch einen Absacker im No Limits Haus. Komm. Nein. Doch, Fanta, hast du es auch nicht mehr so weit bis nach Hause. Vorsichtig. So, jetzt ganz langsam. Füßchen, Füßchen. Genau. Die hängen an dieser Stange wie so ein Sack. Naja, also. Wie kann die überhaupt jemand angucken, wenn ich im Raum bin, hä? Ja, soll sie einfach zugucken, wie du ihren Freund anbaggerst? Was weiß ich, hätte sie doch ihn totlabern können mit ihrem Doktoren-Scheißdreck da, wie klug sie ja ist. Aber nein, da macht sie mich nach an der Stange und das ist sowas von schlecht. Richtig schlecht. Naja, also für Helena fand ich scharf. Und wem kommt der denn? Oh. Jessica, meinst du nicht, du hattest genug für heute? Hm. Aber noch kein Mann, der eine richtige Frau zu schätzen weiß. Hallo. Hallo. Die zwei Jungs da. Deine Freunde? Mhm. Und Mitbewohner. Aber grundsätzlich bist du auch an Heteros interessiert. Hast du an jemanden bestimmt mit? Ich würde dich schon gerne besser kennenlernen. Bei dir? Bei mir. Aber sollten wir dringend sprechen. Was? Sorry. Ich... Alles okay? Es liegt nicht an dir. Ich kann das nicht.